Manche von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum sollte ich in einem Fruity Loops Projekt nur ein FPC, also ein Sample Preset, ein Sample Setup errichten, ohne dass ich hier auch einen Beat dazu mache. Ich könnte hier auch mehrere verschiedene Sample Banker, Sample Setups errichten, ohne einen Beat zu machen. Es hätte trotzdem seinen Nutzen. Ich kann nämlich hier, zumindest funktioniert das auf meinem Windows-Laptop, irgendeine Datei spielen, zum Beispiel diesen Drum Loop oder irgendeinen anderen, der mir gerade gefällt. Und die Samples quasi dazu spielen, zu dem, was ansonsten quasi als Wave vom PC laufend läuft. Zum Beispiel diese Drums. Ich wähle Fruity einfach das FPC an und ich kann zu diesen Drums die Samples spielen. Okay, ihr merkt, ich habe jetzt einfach ein bisschen ausprobiert und irgendwie Samples durcheinander gesucht, einfach bloß, um euch erstmal zu zeigen, was es für einen Sinn haben kann. Das war jetzt einfach das erste Sample-Projekt, das erste Setup, was ich hier angefangen habe im installierten Fruity Loops. Ich habe noch eine Menge andere Sample in meinen Sample-Archiven von Samples, die ich damals gesampelt habe vor 15 Jahren habe ich angefangen, damals, als ich 15 Jahre alt war, die Nächte durchgesampelt bis 4 Uhr morgens, bis ich zu müde wurde und am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen musste, um rechtzeitig in die Schule zu kommen. Davon habe ich noch eine Menge alte Samples, die ich eben noch nie so benutzt habe, mit so einem Keyboard, das zu choppen und live zu spielen. Damit fange ich jetzt gerade an. Wer da die nächsten Videos nicht verpassen will, kann den Kanal abonnieren oder ab und zu einfach hier wieder drauf schauen. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen und Tipps habt, dann sagt doch Bescheid. Ich habe hier noch eine Menge Drum Loops der letzten 3 Jahre, die ich in Fruity eben programmiert hatte, also mit hier so Hinsetzung von Samples, ohne live zu spielen und so. Und da wird es eine Menge Sachen geben, die ich hier noch. Eine
Menge Drum Loops geben, die ich hier noch zu bespielen habe. Was ich entweder hier einfach daheim mache oder was ich dann draußen auf den Straßen Münchens mache oder an den Flussufern. Bis dann!